Yeah. Haha. Zerfix, du Fotze. Yeah. Ey, yo, Zerfix, du Nutte, wie kamst du auf deinen Namen? Anscheinend hatte dich deine Mutter früher nicht auf dem Arm. Dein dummer Name ist doch nur abgeleitet von Kruzifix. Und nach dem Battle weißt du, du wurdest nicht nur kurz gefickt. Und durch dein ganzes Genuschel versteht man deine Texte nicht. Es klingt so, als hättest du einen Penis im Mund. Ein Glück hast du kein vorhandenes Video, denn da sieht man deine Fresse nicht. Denn das wäre für unsere Augen eh nicht gesund. Und ich frage dich, Gravity, was geht bloß in deinem Kopf vor? Bist du einfach dumm oder bildet sich da ein Tumor? Ich hab in Sachen Technik die gleiche Punktzahl wie er, doch im Gegensatz zu Zerfix ist bei mir ein Urteil. Doch war mir von vornherein klar, was für ein Freilust du bist. Hau lieber ab, denn du bist in der falschen Zeitzone, Bitch. Man merkt an deinen Depri-Phasen, was nicht stimmt. In dem Battle verlierst du alles wie ein leprakrankes Kind. Ich geh arbeiten, Zerfix, ich brauch kein extra Taschengeld, denn du bist der, der zu Hause seine Flaschen zählt. Es fühlt sich jedes dritte Kind zum Rap-Maus erwählt. Deswegen rap doch mal so, dass man deinen Text auch versteht. Und in jeder deiner Textzeile findet man Zweckreime. Ich kann es nur ertragen, wenn ich dauerhaft nach Crack greife. Und du bist so schlecht, dass ich dich locker klein kriegen sollte. Und so hässlich, dass dich der Doktor wieder reinschieben wollte. In deiner Kindheit wurdest du immer gemobbt. Du warst so hässlich, dass du dich in dein Zimmer verkroch. Selbst wenn du gut rappen könntest, würde man dich trotzdem schikanieren. Denn es würde nicht helfen, deine Fresse zu operieren. Du bleibst hässlich, ich bei weitem lässig. Und technisch bist du fake it nicht auf meinem Niveau. Ich soll die Punkte teilen, wieso? Denn Zerfix, die kleine Fotze, wird nix reißen wie Crow. Und dass du hässlich bist, weiß mein reiner Instinkt. Oder liegt es daran, dass dein Rap scheiße mies klingt? Und die Geschichte des Kruzifix hat nicht gerade begonnen. Du wurdest gekreuzigt und hast wie Jesus dein Leben verloren. Yo, und jetzt würde eigentlich ne Hook kommen, aber der Beat bleibt gleich. Aber wir machen trotzdem ne Hook. Du willst von Gravity das Geld wie von Arbeitsämtern. Deine Turnierteilnahme wird schon nach Part 1 kentern. Und jeder fragt sich, ob Zerfix die Nutte mal ein Mensch war. Denn er hört sich an wie ein Predator. Du gibst Töne von dir, die sonst keiner versteht. Du musst doch merken, dass es uns mit deinem Web scheiße ergeht. Guck mal, wie ich dich hier einfach zerleg. Du kannst nicht webben, ja, und das weißt du auch. We'll be right back.